Hallo liebe Zuschauer, wir haben da vorne eine Quelle und dort muss ich einen Filter heute auswechseln. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, ja, und was interessiert mich ein Filter? Nun, wahrscheinlich gar nichts. Aber was euch interessieren könnte, sind die Spinnen, die dort bei dieser Quelle sind. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch heute einfach mal mit. So, und jetzt wären wir angekommen hier beim Wasserreservoir. Und wie ihr hier sehen könnt, sind hier alles solche Höhlenkreuzspinnen vorhanden. Wie der Name schon sagt, lebt diese Spinne bevorzugt in Höhlen, man findet sie aber auch in Brunnenschächten und in feuchten Kellern. Mit den echten Kreuzspinnen haben die Höhlenkreuzspinnen nur sehr wenig zu tun. Diese Spinnen verbringen übrigens ihr gesamtes Leben in einer Höhle. Hier sehen wir einen Kokon, den die Spinne hier gemacht hat. Den benötigen sie zur Aufzucht der Jungen. Höhlenkreuzspinnen sind nicht aggressiv. Ihr seht, wenn ich sie berühre, dann flüchtet sie eigentlich sofort. So, jetzt ist eine rausgekrabbelt hier. Die müssen wir dann jetzt wieder reintun. Auf jeden Fall seht ihr hier nochmal einen Größenvergleich zwischen der Spinne und meiner Hand. Also das ist schon durchaus eine recht große Spinne für Europa. Ja? Für Menschen sind Höhlenkreuzspinnen absolut harmlos. Ja, und wenn euch die Spinnen gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn euch das Video generell gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es teilen könntet. Damit würdet ihr meinen Kanal auch unterstützen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.